Du kleiner Furz, wo bist du hin? Ja, wo bist du hin? Was hast du gemacht, Furzi? Da hinten, seht dann. Da. Nee, halt. Halt, halt. Und, und. Lass kurz. Da, da hinten. Da, 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 da. Ich glaube, das ist. I think this is it. Da, bei diesem Großhorn. Bei diesem großen Dunghorn. Da kann ich nämlich drin pennen. Oh, Sachen, die ich klauen kann? Mais, Mais. Oh, oh, ich wurde erkannt. Bestimmt nur vom Großhorn. Ja, seht ihr? Mensch. Und hier kann ich direkt Zeug einräumen. Das ist mein neues Zuhause. Hier wohne ich ab jetzt für immer. Sensormodule gibt's auch noch. Oh, super, voll schwer. Oh. Na, klasse. Das macht jetzt aber keinen Spaß mit diesem Kack. Moment mal. Ha! Hahaha, ha, ha, repariert. Wenn man Sachen dann wiederum eben repariert, es ist 3 Uhr. Ja, dann schlafen wir mal 6 Stunden. Nee, 5 reichen schon. Einfach, dass 8 Uhr ist, damit die Leute wieder da sind in den Läden und so. Binde Kerl! Hallo. Es ist schön, ein freundliches Gesicht zu sehen. Hätte Sie ja fast für einen Raider gehalten. Ich bin Malcolm. Malcolm Holmes. Sind Sie vielleicht am Handeln interessiert? Mir fehlen da ein paar wichtige Dinge und... Ach, verdammt. Ich kann einfach nicht lügen. Ich werde es direkt sagen. Ich folge Ihnen jetzt schon eine ganze Weile. Warum verfolgen Sie mich? Ich fing ganz harmlos an. Ich war wie so oft unterwegs und beobachtete, wie Sie einen dieser Kronkorken mit blauem Stern aufhoben. Da Sie keine Reaktion darauf zeigten, musste ich annehmen, dass Sie überhaupt nicht wissen, was Sie da gefunden haben. Der hat gesehen, wie ich den genommen habe? Im Haus? Wo war der? Auf dem Klo? Was ist so besonders an diesem Kronkorken? Eine Ödland-Legende, der zufolge irgendwo dort draußen ein sagenhafter Schatz aus der Zeit vor dem Krieg ist. Diese Kronkorken mit dem blauen Stern sollen der Schlüssel zu diesem Schatz sein. Man nennt sie die Sunset Sarsaparilla-Sterne. Ich kann mir nicht helfen. Irgendwie ist der Kerl, die Stimme, der Synchronsprecher passt nicht. Klingt zu jung, ne? Müsste so ein bisschen. Und dann habe ich sowas gemacht. Wo kann ich noch mehr von diesen Kronkorken finden? Praktisch überall. Am einfachsten natürlich auf ungeöffneten Sunset Sarsaparilla-Flaschen. Man könnte ja meinen, dass sie inzwischen alle leer sind. Aber irgendwie tauchen immer wieder neue Flaschen in den Verkaufsautomaten auf. Manche sagen, dass der alte Festus dafür verantwortlich ist, weil er hofft, dass endlich jemand genug Sterne sammelt, um den Preis zu erhalten. Ansonsten müssen sie eben einfach suchen. Kronkorken finden sich an den unmöglichsten Stellen. Das gilt auch für die mit blauen Sternen. Sie haben jemanden namens Festus erwähnt. Wer ist das? Dass der Schatz von einem Mann namens Festus bewacht werde. Er ist es auch, der nach den Sternkronkorken fragt. Man sagt auch, dass er schon seit dem Krieg einsamer Wacht stehe und darauf warte, dass jemand den Preis entgegennehme. Damit wäre er verdammt alt. Aber ich habe unterwegs schon Leute getroffen, die ihm tatsächlich begegnet sein wollen. Und das waren auch keine Lügner. Das waren keine Lügner, weil das weiß ich. Sie sammeln also auch diese Kronkorken? Moment mal. Ich mach die Musik noch ein klein wenig leiser, weil ich fand, die hat gerade eben fast den Kerl übertönt. So. Damit wir hier schön auch die, damit wir da, ne? Sie sammeln also auch diese Kronkorken? Gib mir mal alle. Das habe ich vor Jahren aufgegeben. War mir zu gefährlich. Und selbst wenn ich es täte, würde ich es Ihnen nicht verraten. Da draußen gibt es Leute, die derart verrückt auf der Suche sind, dass sie Fremde schon auf den Verdacht hin angreifen, sie hätten solche Kronkorken. Von was für einem Schatz reden wir denn? Niemand weiß das. Geld, Waffen, Wasser. Es ist oder war irgendetwas Wertvolles. Und das reicht, um die Leute zu motivieren. Danke für die Infos, aber ich werde sie jetzt töten. Jetzt mal gehen. Wenn Sie weiter Sterne sammeln, dann hüten Sie sich vor einem gewissen Alan Marks. Er hat schon Leute wegen ihrer Sterne getötet. Tja, ich glaube, du bleibst für immer hier in meinem Trailer. Sie wollen noch etwas reden? Ich möchte noch etwas reden. Ich würde gerne handeln. Ich zeige Ihnen mein Angebot. Jetzt zieht er so eine Wumme. Hier, ba, 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 mit die Fresse mit meinem Angebot. Baseballschläger, 73 Geld wert? Hallo? Warum auf einmal? Spezialschaden 23, Schaden 14. Wie viel ist der wert, der? 29, weg mit dem Scheiß, weg mit dem Scheiß. Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen mit dem Baseballschläger kämpfen. Vielleicht mache ich doch so einen Schlägerkerl. Nahkampfwaffen, Schusswaffen. Naja.
Nö. Was haben wir hier noch? Zack, zack, zack. Willst du noch irgendwas haben? Eine Kaffeetasse vielleicht? Oder etwa etwas Terpentin oder Vorkriegsgeld? Oder ein Sensormodul? Oder ein Sensormodul? Oder die Giftdrüsen eines verschissenen Skorpions? Was hat der eigentlich so dabei? Splittergranate. $217? Kronkorken, mein Freund. Geh dich einseifen. Alter, mit solchen Preisen kriegst du ja nichts gebacken. Da kannst du noch weiter hier in meinem Trailer rödeln, ja? Also wirklich. Krass. Was er hier verlangt von mir für eine Granate? Bin ich Krösus? Bin ich Festus oder was? Bin ich Fistus oder was? Perfekt. Ey, in den Briefkästen sind... Achso, klar, früher wurden diese Prospekte ja in die... Es macht natürlich alles Sinn. Es macht Sinn. Was haben wir denn hier? Ach, guck mal da. Eine Agave. Und sonst nichts. Keep out. Naja. Sollen wir einfach mal zum Knilch gehen? Zum Juckelmockel. Zum Mr. Kartoffelkönig. Gehen wir hin. Komm, geh mal hin. Ich will wissen, was er jetzt zu sagen hat. Dieser Knilch, dieser Kleine. Wie sieht es mit dem Gewicht eigentlich aus? 176. Lächerlich. Lächerlich. Aber erst rauben wir diesen Truck aus. Geht gar nicht. Chupa. Chupa chups. Ist da irgendwas vorne dran? Nee, einfach ein Loch. Super. Oh, ein Verkaufsautomat. Meins. Da werde ich jetzt demnächst mal anfangen und ein paar Sunset Sarsaparilla Flaschen trinken, denn da könnten dann auch Sternkronkorken drauf sein. Wir gucken mal kurz nach dem Durst. 152. Ob da eine Anzeige kommt, wenn ich hart am Verdursten bin? Wahrscheinlich. Kurz mal gucken. 153. So, jetzt trinke ich mal einen Schlückel. Und zwar einen Schluck Maulwurfsrattenfleisch. Ne, einen Schluck Sunset Sarsaparilla. Und? Wow. Ach so, es geht langsam runter. Gucken wir jetzt mal rein. Die macht anscheinend noch mehr Durst. Gucken wir jetzt mal rein. Also ich muss Wasser trinken. Krass. Aber ich versuche jetzt mal verschmutztes Wasser zu trinken, ob das auch, wer ist das? Schmutziges. 91. Und dann geht es jetzt noch weiter runter. 3, 2, 1. Noch weiter runtergegangen bestimmt, oder? Nein, es geht wieder hoch. Egal. Geh mal rein. Das extra Langzeitgedächtnis erhöht die Dauer der Boni durch Fertigkeitsmagazine erheblich. Keinen Schritt näher. Wer sind Sie und was wollen Sie von mir? Ich bin Cobb, ich will Sie töten. Ich will Ihnen helfen. Ich bin kein Feind, falls Sie das meinen. Tut mir leid wegen der Knarre. Sie haben mich einfach kalt erwischt. Wir haben einen schlechten Start erwischt. Wie wäre es mit einer Partie Karawane? Sie wissen doch, wie man das spielt. Nein. Wussten Sie, dass ein Mann namens Joe Cobb nach Ihnen sucht, Sie karawanesüchtiger Knilch? Schon, aber allzu hart sieht er nicht aus. Offenbar hat er Angst, dass ich ihn von einem Fenster aus abknalle, wenn ich ihn sehe. Und er hat recht. Ich habe ein viel größeres Problem, wenn seine Kumpels aufkreuzen. Mit allen werde ich in der Schießerei nicht fertig. Was sollen Sie wegen der Pulverbande? Was wollen Sie? Ich tauche jetzt so lange wie möglich unter, sofern mich die Stadt nicht den Wölfen vorwirft. Allein habe ich gegen die Bande keine Chance. Vielleicht kann ich helfen. Zweit würden wir nicht mehr erreichen als ein gemeinsames Grab. Wenn jedoch noch ein paar andere Leute aus der Stadt an Bord wären... Ich frag mal rum, mal sehen, wenn ich alles auftreiben kann. Fangen Sie mit Sunny Smiles an. Sie gehört zu den freundlichsten Leuten hier. Moment mal. Also, wie sieht's aus? Wird Sunny uns helfen? Weiß ich nicht, chill mal. Ich hab noch nicht mit dir gesprochen. Oh, naja, ich... Ich wollte doch mit dir Karawane. Du wolltest doch mit mir was spielen. Du kleiner Furz. Wo bist du hin? Ja, wo bist du hin? Was hast du gemacht, Furzi? Oh. Terpentin, zum Glück ist das so viel wert. Oh. Sunset Sarsaparilla. Ja, das schmeckt dem kleinen Killer. Ist hier nicht noch irgendwas... Ach so, du hast ein Safe hier. Ich dachte, dein kleiner Safe. Hm? Ringo? Ja, nein, na, ja, ja, no, ja. Oh, Wein, hey.
Durch meine Mademoiselle. Achso, das hast du jetzt aber nicht gesehen, oder? Also, wie sieht's aus? Sorry. Auf Wiedersehen. Dass er aber jetzt auch gerade sehen muss, weil ich seine Munition klaue, das ist echt ein Schwein. Jetzt kacke ich ihm ins Gesicht, hat er davon. Hat er gerade verdient, hat er das. Ja, gehen wir mal zu Sunny Smiles und fragen mal, ob sie hilft. Hey Sunny, willst du helfen gegen die Pulver, Leute? Sunny! Wo ist die Sunny hin? Okay, Freunde. Da läuft sie doch. Nee, das ist die Trudy. Die mir den Rabatt gibt, zweimal. Hey, ich geb dir Rabatt und dann lebe ich ihn wieder auf. Den Rabatt. Wie, ich darf da nicht rein? Ich darf überall rein, das habe ich schon mal aufgebrochen. Wenn man ihre Antennenfunktion so unfähig macht, werden Insekten wie Riesenameisen oder Riesenschrecken wild, sodass sie alles und jeden in ihrer Nähe angreifen. So. Die Facecam ist hiermit ausgeschaltet. Endlich kann ich wieder im Arsch popeln. Ohne, dass ihr das mitbekommt. Ja. Aber ich mache jetzt noch ein bisschen weiter. Dann könnt ihr jetzt auch mal direkt gucken, wie das so ist ohne Facecam. Also ob das jetzt irgendwie, ob euch da was fehlt. Also. Howdy. Hey Sunny. Ich habe eine Frage. Hallo. Bleiben Sie noch länger in Good Springs? Nein. Ich werde Ringo gegen die Pulverband... Ich werde meine Stimme jetzt immer so sprechen. So ungefähr. Da hinten. Ich werde Ringo gegen die Pulverbande unterstützen. Könnte Ihre Hilfe brauchen. Sagen Sie nichts weiter. Ich bin dabei. Das war ja einfach. Joe Cobb will uns in Ruhe lassen, wenn wir ihm Ringo übergeben. Aber ich kenne Kerle wie ihn. Früher oder später greifen sie doch die Stadt an. Allerdings sind Sie, ich und Ringo nicht wirklich eine ernstzunehmende Truppe. Eine Menge Leute hier bewundern Trudy. Wenn Sie Trudy überreden könnten, bei uns mitzumachen, würde das vielleicht ein paar der Leute hier auf unsere Seite bringen. Ich weiß, dass Easy Pete Dynamit rumliegen hat. Und Chet hat gerade Lederrüstungen reinbekommen, die wir leihen könnten. Reden Sie mit ihnen. Und die Chancen stehen gut, dass wir einige Löcher davontragen. Wäre also nicht schlecht, wenn Doc Mitchell ein paar Stimpaks springen ließe. Okay. Ich sehe gerade, ich muss jetzt auch mit der Aufnahme hier mal eben unterbrechen. Irgendeine Idee, wie man Trudy dazu bekommen könnte, sich uns anzuschließen, das machen wir noch. Man wird wohl mit Engelszungen reden müssen. Trudy muss überzeugt werden, dass wir einen guten Plan haben, wie wir den Kampf gewinnen. Gut. Auf Wiedersehen. Also, Cheyenne, hey, ich rede gerade. Also, das machen wir dann demnächst, mache ich hier weiter, Leute. Ich muss jetzt telefonieren. Und ja, ich hoffe, diese Folgenlänge, die ich jetzt hier anpeile mit, ich glaube, immer so 20 Minuten, ist für euch passend. Ne, 15 Minuten, dachte ich mir. 15 Minuten, dafür kommt mittwochs immer eine Folge und donnerstags. Vielleicht dann auch noch sonntags oder montags, da muss ich noch gucken. Aber ja, okay, also, ja, viel Spaß. Vielen Dank fürs Zusehen. Die Abmoderation habe ich immer noch nicht gemacht. Ich komme zu nix, wisch. Zu meinem Zeitmanagement gibt es dann noch mehr Informationen am Sonntag, am Informationstag. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.